Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Sehr nett, oder ja, danke. Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ja. Nein, wir sind momentan mit Hancock noch mehr als zufrieden. Schließlich will ich da auch Sympathie noch fertig und weiter aufbauen, bis hin zu Past Friend. Oh. Und, jo. Ja, gleichfalls. Ja, aber sorry, mein Fehler. Ich möchte noch ein bisschen mit Hancock und so, ne? Ehrlich gesagt, muss ich noch mal weg. Bis später. In Ordnung, Ma'am. Mhm. Aber danke dir. Jo. Nichts lang für immer verborgen. Ja. Ich hau jetzt mal ab. Und zwar, ich wollte nur sagen, dass wir hier weitermachen werden. Also bevor wir dort oben hier den Bauplan, den Reflektor Plattform-Dings da bauen werden, werden wir uns vorher um die Railroad kümmern, da wir dort ja auch, wenn es möglich ist, Freunde werden möchten. Und dafür werden wir Tiken versuchen zu helfen. Das heißt, wir porten uns mal hier hin. Okay. Dauert das ein kleines bisschen. Und dann kann es auch schon losgehen. Schöner Schlitten, ne? Heute sind solche Autos Oldtimers, ne? Und sehr, sehr wertvoll. Jo. Mhm. So. Servus, grüß euch. Ja, wir sollen, ich nehme mal an, da lang. Da wieder so viel markiert ist auf der Karte, klubsche ich gleich mal. Ja, passt. Also da lang. Aber da gehe ich kurz mal da rein klubschen. Nö, da ist ja nichts. Nichts gespawnt oder so. Nein. Was? Was tut das gerade, Hancock? Fand Klaustrophobie wohl inspirierend. Das könnte sein, Schnucki. So. Aha, da drüben ist ein Roboter. Jo. Nix gut. Na, das war falsch. Würdest du jetzt... Alter, das nehme ich ein Steam. So, ja. Jetzt heile ich mich aus Versehen, ne? Halt. Wo du sein? Autsch. Kann ich? Darf ich? Warte mal. Au. Puh. Das hat dann doch schon mehr Schaden gemacht, als ich eigentlich wollte. Boom. Na, alter Schwede. Entschuldigung. So. Hallo? Na, natürlich geht das nicht mehr. Ist klar. Warum soll es auch funktionieren? So, der ist erledigt. Nachladen. Und da oben haben wir auch einen. Boah, ey. Da nimm mal. Bin wieder da. Ja. Gott sei Dank, weil ich brauche dich hier. So, du Arschkopf. Du Müllbot. Wortwörtlich für Müll. Bam, bam. Nochmal. Wow, Hancock. Yeah, super gemacht. Hey, hoppla, falsch. Sind wir fertig? Ich glaube, ja. Ja. Gut. Dann gehen wir einsammeln. Da schaut aus, als ob wer gestorben wäre. Ist aber keiner. Aber hier. So. Dann. Glubsch, glubsch. Da haben wir ein Opfer. Oh, ja. Das sind auch welche, ne? Karawanenwache, super. Das hat ihm ja super doll alles viel gebracht, eine Wache zu sein. Denn er liegt ja mit seinen Kumpeln im Dreck. Hm, eine Matratze. Supi. Und hier haben wir einen Verkäufer. Schade, dass man sein Inventar nicht nutzen kann. Aber ja, ist leider so. Was haben wir hier noch Schönes? Jö. Ah ja, mhm, super. Ist, nein, hier ist sonst nichts. Da oben dürfte es noch irgendwo einer vergammelt sein, ne? Hier irgendwo. Bin ich da richtig? Nein. Natürlich nicht. Jetzt sag einmal, wo habe ich denn den erschossen? Ja.
keine Ahnung, wo der jetzt krepiert ist. Oder ob ich den jetzt schon gelootet habe. Ich glaube nicht. Jetzt sag einmal... Hallo? Wo ist denn der abgenippelt? Futsch. Irgendwie futsch. Naja. Was soll's. Ich schau da nochmal kurz. Aber ich glaube, den habe ich erfolgreich verloren. Schlecht. Ich wollte ihn noch ausrauben. Naja, wenn er nicht will, dann will er halt nicht. Gut. Wir gehen weiter in diese Richtung da. Hui ja. Dam, 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 dam. Ram, ba, bam, 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 ba, bam. Ein bisschen mit Sprint, das können wir uns leisten. Jo. So, dale. Nochmal ein bisschen. So, jetzt müssen wir uns wieder erholen. Sind hier Feinde? Nein, schaut gut aus. Oh, doch. Ah, Dicken. Den will ich nicht erschießen. Um Gottes Willen. So, pack mal die Buffen weg. Da fliegen schon wieder Autos durch die Gegend. Servus. Horuk. Dab da, dab da, dab da. Servus, Kumpel. Hey. Irgendwie schaut er anders aus als beim letzten Mal. Deacon, bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Ja. Gesichtstausch? Keine tolle Verkleidung. Mich fast getäuscht. Lass das. Nö, frag mal nach. Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, zwei Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung, um meine Feinde zu verwirren. Autsch. Ja. Andere machen das, um ewig jung auszuschauen. Er macht's halt, um sich mal... Ja, gut. Du hättest mich fast getäuscht. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Okay. Unter einem Slocum Joe. Pech gehabt, klingt verdammt übel. Mehr zur Mission. Ja, ich frag mal nach. Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als er sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Oh. Weggeblasen, Pech gehabt, klingt verdammt übel, mehr zur Mission. Nö, was, wie? Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Mhm. Etwas Wichtiges? Rede weiter. Suchen wir... Könnte gefährlich sein. Etwas Wichtiges? Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Okay. Also ich suche nach Bahnsignalen. Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Okay. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Aha, ja, dann geh weiter. Oder auch nicht, dann gehe ich weiter. Ah, meinst du das hier? Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Na dann. Ja, und jetzt? Weiter, immer geradeaus, denke ich mal. Jo. Und das nächste Bahnsignal, genau hier. Auf der anderen Seite, oder wie?
wilder Ghoul. Was du kannst. Ich pass auf. Jo. Ein Schlafsack. Hier, Werkzeugkoffer mit haufenweise Patronen. Und Waffen. Jo. Warte mal. Yeah. Das hat gesessen. Noch so ein Kerl? Tatsache. Das war's mit dir, du Mistviech. Der hatte keine Beine mehr. Eine Silbergabel. Gib her. Und du? Außer ein kaputtes Bein, Kronkorken, Sturmfeuerzeug. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Wo sieht denn der die? Ah, so, auf dem Bus. Ja. Da. So. Mal schauen, ob da drin... Ja, da drin ist was. Au! Natürlich versperrt er mit den Weg nach draußen, ne? Du bist echt ein Held. Kann ich echt nur sagen, danke. Schau mal, Nuka-Cola Quantum. Ein Reisekoffer. Ja, und da sind wir schon wieder fertig. Bam, 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 bam. Kein Zeichen noch. Auf dem LKW scheint derweil auch nichts zu sein. Dam, dam. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Meiner ist in der Werkstatt, okay. Nur wo hat der jetzt bitte das Plus gesehen? Hä? Ja. Gut, dass er dabei ist, weil ich würde ihn eben vorbeihatschen, ne? Wo ist denn da ein Plus? Schöner Kochtopf, ein Radio. Da wohnt tatsächlich mit Sicherheit irgendjemand drin. Das nehmen wir ihm aber weg. Ich bin schon wieder überladen. Wie kann das denn sein? Und ich merke gerade, dass mich die Gelsen auffressen wollen, weil die stechen schon ganz heftig. Bisschen Mistviecher. Hancock? Schieß los. Muss ich jetzt wirklich? Dann treffe ich dich zum Schluss. Guck mal nach. Jo. Du darfst mir wieder mal schleppen helfen. Und zwar fangen wir einfach mal mit diesen Buffen hier an. Jo. Ja. Jo, die zwei auch. Ich würde sagen, die darfst du da mal auch behalten. Und von mir aus die Pistole kann eigentlich da mal auch behalten. Sicher, warum nicht? Bitte. Und dann Kleidung. Da brauche ich nochmal so. Bam, 1, 2, 3. 1, 2. Da. Hier und das. Ja, dann geht's schon weiter mit Schrott. Okay. Das war's. Ich bedanke mich. Lass mich mal kurz vorbei. Da ist das mit Plus. Okay. Ein Verbündeter in der Nähe. Okay. Da haben wir ihn schon. Gehört das dir? Nein. Rick Dalton. Hallo. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Strahlung, Railroad Passwort. Ja, nein. Das Passwort. Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Ach, tut mir leid, ich bin neu. Sie zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Bist du in Gefahr? Status-Update. Du bist in Sicherheit. Lass ich mir nicht gefallen. Update. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet, aber in eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt.
Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Mhm. Minen. Krummschädel im Tanken gehen. Ich glaube, ich im Tanken, ne? Also Krummschädel ist klar, damit sind die Synth-Typen gemeint, die ja, ne, eigentlich Roboter sind, hoffe ich. Ich frag mal nach. Was meinst du mit Krummschädel? Du weißt schon, diese frühen Modelle sehen aus, als wäre Metall über mechanische Innereien gestülpt worden. Die sieht man hin und wieder, wenn sie Gott weiß was für das Institut erledigen. Mhm, okay. Dann fragen wir auch mit den, nach den Minen. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Großartig. Na dann, vielen Dank. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Na dann, frage ich dich. Brauchst du sonst noch was? Zusätzliche Vorräte. Hast du was gefunden, das uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ach, zum Teufel. Yeah. Ich kann wohl ein paar Sachen entbehren. Will ja nicht für euren Tod verantwortlich sein. Wow. Cool, danke. Dann probiere ich gleich weiter. Scharfschützenfeuer. Wir stürmen die Basis. Sobald wir angreifen, schnappst du dir dein Gewehr und schießt auf alles, was du siehst. Von uns hängen eine Menge Leben ab. Bist ein verdammt überzeugendes Arschloch. Mhm. Gut, ich schieße ein paar Mal. Aber wenn mich jemand angreift, verziehe ich mich. So, wir sind fertig miteinander. Jetzt schon? Hey, da ist ja noch was. Hey, Ricky. Ihr solltet schleunigst von hier verschwinden. Und dreht euch nicht um. Fuck. Da war ja noch eine Sache. Sollen wir jetzt dann darüber? Da? Oder wie? Da? Ja, darunter geht's mal nicht, ne? Fisch. So, Herzchen. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Du hast ihn angelogen. Unentschlossen. Er ist ehrlich, er lügt. Naja, mal das obere, ne? Er hat ihn angelogen. Apropos Wahrheit. Warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich hab gelogen und das tue ich eben. Du konntest mit ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen hab. Teamarbeit eben. Mhm, okay. Warum sollte Ricky lügen? Ja, warum eigentlich? Warum sollte Ricky lügen? Die Leute finden immer Gründe fürs Lügen. Das Institut könnte ihn bekehrt haben. Vielleicht ist er auch nur stinksauer auf uns. Such's dir aus. Okay. Unentschlossen. Er ist ehrlich. Er lügt. Na, ich glaube schon, dass er ehrlich ist. Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Fluchttunnel, auf geht's. Den Tunnel nehmen. Frontalangriff, na großartig, nö, Fluchttunnel. Der Donutladen hat einen Fluchttunnel? Hatte nicht jeder einen Fluchttunnel? Aber im Ernst, dem Himmel sei Dank für diesen Tunnel. Ohne würde es keine Railroad mehr geben. Ja, logisch, ne? Na dann, den Tunnel nehmen, auf geht's. Ja, würde ich sagen, den Tunnel nehmen. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Gut. Nur meine Taschen sind mehr als voll. Ich sollte bei der Gelegenheit eigentlich mal kurz abhauen. Ich sollte abhauen. Wir können uns ja... Nein, noch nicht. Wir können uns nicht herporten. Dafür muss ich erstmal den Fluchttunnel finden. Und dann können wir uns porten. Moment, wir liegen da drüben. Wilder Plünderer Ghoul, sowas gibt's auch. Ja, da hast du schon recht. Hey Bursche, fall mir da nicht runter, ne? Hat da einen Affenzahn drauf. So. Aha, da drüben liegt noch so eine Leiche. Alle hopp. Oh, ruck. Ja, nehmen wir alles mit. Tap, da läuft er. Da läuft er. Das heißt, wir müssen wieder runter und unten hin, also reinschauen, denke ich mal. Dann bam, langsam.
Da geht's runter. Ja, dass ich mich noch das Genick da brechen tue. Das wäre nicht so schön. Jetzt müsste man dahin nochmal. Aber langsam. Minen und so, ne? Wilder Mischling. Ey, was tue ich denn da? Hundi. Yeah. Was haben wir dann noch hier? Ah, natürlich. Da fehlt mir ein Ausdauer. Wer bist du? Geht's jetzt an? Super. Aha, schön getroffen. Nämlich gar nicht. Aber jetzt, glaube ich. Na, geht natürlich nicht. Köder? Yeah! Noch irgendwer? Nein. Ricky. Den erschießen wir natürlich nicht. Aber wir plündern die Hundis. Schnapsglas. Ein Hundi mit einem Schnapsglas. Was willst du denn damit? Ach so, das war so ein Bernardiner. Der hatte, die haben doch auf den Bergen, ne, wenn sie als Rettungsdienst da fungieren, haben die ja so ein Schnapsfässchen umgehängt, ne? Dann wird es so einer gewesen sein. Ja. Das erkennt man nur schwer, weil die guten Hündchen eben ja ihr Fell verloren haben. Mhm. Ist da was? Oh. Oh. Jo, das haben wir wieder dabei, ne? Rabarabarabrab. Ja. Ich probier's mal damit. Schau, hat hingehauen. Auf Anhieb, super. Jo, Tür öffnen bitte. Mhm. Super. Die Firma dankt. Kachanga. Oh! Eine Bauerrüstung ohne Kopf. Also ohne Helm. Die ist aber hübsch. Naja, verrostet, aber hübsch. Ich muss jetzt nur schnell das noch mitnehmen. Und dann suchen wir ganz schnell den Eingang und dann bringen wir die Rüstung nach Hause. Heim zu Mama. So, wo lang? Am besten hier, ne? Was haben wir da? Da brennt auch Licht. Leicht verdächtig. Mhm. Patrönchen. Ja. Und hier drüben nur eine Gammelkiste und sonst nichts. Ah, hallo. So. Okay, da sind keine sonderbaren Zeichen. Sollen wir mal reinhören? Da haben wir nämlich gerade ein Signal gefunden. Da. Hallo? Ja. Yeah. So, du kannst schon aufleuchten, bitte. Dass ich mich hierher porten kann. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Ja. Wie, da ist kein Platz zum Porten? Dein Ernst jetzt? Ich schalte mal das Signal aus. Ernsthaft jetzt? Oh, warte, wir haben ein Level Up. Ich bin ein Depp. So. Jetzt muss ich nur... Ich sitze gerade hier im Dunkeln, weil ich gehofft hatte, ich kann so vielleicht die Gelsen ein wenig von mir abhalten. Aber natürlich sind ja nicht vom Licht, werden die nicht vom Licht angezogen, sondern von meinem Gestank. Ja, du findest mehr Munition. Warte mal, was wollte ich denn? Ich wollte ursprünglich mal Schmied oder so machen, ne? Hacker. Nein, Hacker machen wir. Auf alle Fälle, ja, ich bin dafür, wir machen den Hacker. Ich bin dafür, wir machen den Hacker. Weil ich da schon einige Terminals leider ausgelassen habe. Böse, böse, ich weiß. Aber ich glaube, das ist gut angelegt so. Passt.
Scheißendreck. Wir können uns so nicht porten. Da gibt es kein direkt hin und da. Mist. Ja, dann bitte ich euch um Entschuldigung. Und ich bringe das ganze Klump mal hier hin. Was wir so in den Taschen haben, tut mir leid. Räume alles aus und gehe dann wieder hierher. Ist eh nicht weit. Gott sei Dank. Tut mir leid. Jo, ist ein bisschen ein Aufenthalt, aber was soll man machen? Es ist halt leider so. Das nächste Level Up werde ich, glaube ich, dann auch ins Hacken investieren. Da wir Siedlungsbau und so momentan nicht weitermachen tun, weil mir irgendwie aus unerklärlichen Gründen Material fehlt. Oh, ist das aber nicht ein schöner Anblick da, ne? Schaut so heimelig aus. Zwar jetzt mit ein bisschen Nebel, aber ich finde, das schaut echt schon toll aus. Hurra. Gut. Ah, und da wird auch schon Handel betrieben. Oh, stimmt. Und das wollte ich noch schnell machen. Das mache ich noch schnell. Das habe ich vergessen. Ich wollte noch ganz schnell ein bisschen mehr Nahrung hier machen tun. Beziehungsweise mal schnell. Warte. So, wo ist jetzt hier? Ich muss unbedingt ein Licht machen. Das ist nicht zum Aushalten so. Also, so. Jetzt muss ich schnell schauen. Sind hier alle Pflanzen quasi bedient? Ja. Das schaut nicht so schlecht aus. Gut, dann fehlt es wirklich nur an Nachschlag. Und zwar, ich bin ja so ein Karottenfan für unsere geliebte Gemüsesuppe. Das heißt, wenn es möglich ist, möchte ich gerne noch ein oder zwei ansetzen. Anpflanzen. Es muss nur grün werden. Da war es nämlich ganz kurz mal grün. Oder besser gesagt grün, ja, in dem Fall halt gelb. Also ich würde sagen, einmal. Jo, dann haben wir da noch eine. Und wenn es passend, täte noch da. Sehr schön. So. Dann hätten wir es mit den Karötchen. Und vielleicht noch hier sowas. Wäre nicht schlecht. Vielleicht hier so. Aber das wird sich, glaube ich, nicht mehr aus... Da geht noch was. Da geht noch was. Ja, ja, ich würde sagen gleich so. Ja. Vielleicht dann noch eine. Da wir hier haben wir halt Wasser, ne? Da könnten wir hier vielleicht... So zur Deko, oder? Schaut das dumm aus. Ja, das wird dann auch ein bisschen eng. Mein schönes Feld hier. Nee. Lalelu. Nein, das Feld hier ist eigentlich schon groß genug. Aber da. Ja. Da so noch. Schaut das nicht schier aus? Da wäre schon bald besser, hier mittig was zu machen. So vielleicht. Und vielleicht dann noch... Nanu? Steht's jetzt noch? Jetzt steht er. Jetzt steht er, der Peter. So. Ja, wird auch noch bearbeitet hier. Lagern? Nö. Na, um Gottes Willen. So, weg da. Nochmal raus, nochmal raus. Ganz weg. So, ist jetzt... Jetzt habe ich vergessen, schau, nicht trottel. War das jetzt die hier? Ja. Wie schaut es mit Essen aus? Ja, Essen haben sie genug, aber Wasser ist schon wieder zu wenig. Dann würde ich sagen... Entschuldigung, ich bin da schon wieder und so, ne? Wasser. Dann würde ich sagen... Verdammt, da habe ich zu wenig. Dafür ist auch zu wenig Stahl da. Schade. Müssen es leider noch ein bisschen Durst leiden. Sind schon wieder mehr Leute geworden? Nö, 14. Sowas. Echt. Entschuldigung. Hancock, hey. Hallo. Was ist los? Du sollst mir... Warte mal. Stopp. Gib mir das Zeug. Was? Ja, alles, was du hast. Kann ich das nicht irgendwie... Nö. Ich habe gedacht, ich könnte das so fixieren, ne? Das ist zu viel. Gib mir ja, Wasser. Das ist zu viel. Ich weiß, du kriegst deinen Hut, kriegst du gleich wieder. Da hast du ihn.
Na, würdest du ihn bitte anziehen? Hallo? Achso, falsche Taste. Entschuldigung. Jetzt hat es. Super. Gut. Oh Gott. Ich gehe schon wieder schwer. Sehr schwer. Lalalala. Ich kann es nicht lassen. Ich weiß. Ich kann es einfach nicht lassen, die Siedlung nicht auszubauen. Das ist wie eine Krankheit schon bald bei mir. Echt. So, die tun wir weg. Die würde ich sagen auch. Na, die tue ich weg. Die zwei. Die tun wir weg. Und ich denke, die Pistole auch mal. Weil wir haben mit Kelloggs Pistölchen. Ich tue die auch weg. Ich schaue, dass ich so leicht wie möglich werde. So. 1, 2, 3. 1, 2. Die auch. Und die kommt auch weg. Da fällt mir gerade ein, ich Idiot. Ich Depp hätte eigentlich sollen. Ich hätte eigentlich schlauerweise nach Sanctuary Hills oder so. Nein, ja doch. Hin sollen tun, fahren, fliegen. Aber warte. Da habe ich gerade eine Idee. Vielleicht habe ich ja so viel Glück, dass wir hier uns heilen. Also unsere. Dingens. Na, jetzt hilf mir mal. Also die Powerrüstung ist ja beschädigt. So. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass wir sie hier reparieren können, dass wir genügend Graffel haben, dass das geht. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt sehr lieb. So, ich glaube, das passt schon mal. Ja, ich bin immer noch recht schwer, ehrlich gesagt. Da hinten habe ich die Powerrüstungsgeschichte. Ui, ja. Jetzt muss ich nur die Dinge ausziehen. Weil ich will schnell meinen Arm reparieren. Boom. So. Ganz schnell mein. Du da? Nein. Nein. Warte. Das zeigst mir nochmal eh an, wer repariert werden soll. Hä? Da ist ja ein Arm total rot. Ich kann nichts reparieren, weil nichts. Weil ich die nötigen Sachen vielleicht nicht habe. Okay. Okay. Ja, mir fehlt Stahl. Ich sehe es gerade. Dreck. Dreck. Eine Helmlampe. Aha. Okay. Ohne Extras. Ich hätte aber gerne mal was mit Extras. Was würde ich denn hier brauchen? Ich müsste. Ah, Wissenschaft könnte ich auch mal skillen. Okay. Ja, passt. Ist wurscht. Dann geht's eben nicht hier. Tut mir leid. Müsste ich nach Sanctuary Hills fahren. Fliegen. Reisen. Aber ich könnte. Ich könnte die andere Bauerrüstung herbringen. Weil ich vergesse sicher sonst auf die. Und dann die hier abholen gehen. Dann bringe ich die zweite Powerrüstung mal nach Sanctuary Hills oder hierher. Das ist blöd. Ja, ist wurscht. Warte mal. Ich gehe die Powerrüstung holen. Ist, glaube ich, schlau. In Klammer hoffe ich. So, bin ich hier schneller, ne? Hoffe ich mal. So, und dann gehe ich unsere geliebte Bauerrüstung wiederholen. Ja. Und die zweite lasse ich dabei da stehen. Wenn so ein Fusionskern drin ist, kann er ruhig drinnen bleiben. Ist eh wurscht, dann können die Dorfbewohner ihn nutzen. Hallo, Brahim. Ja. Dann können die Dorfbewohner streng gesehen das nutzen, wollte ich sagen. So, ich glaube, darüber musste ich. Alle hopp, alle hopp. Dicken, jawohl, bin schon richtig. So, tap, tap, tap. Schnell die Rüstung holen gehen und dann schnell wieder weg.
Ah, da geht's auch rein. Da war ich auch noch nicht drin. Lol. Ach, komm schon. Wo fängt's an? Aha. Na, aber fast so eine Gemeinheit. Nein. 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 Ja. Schön. Gut. Was haben wir denn da Schönes? Fallen vielleicht auch? Ui, Karamint eine. Ja, Fisch. Aha, das wird abgenippelt. Eine Impro-Pistole. Ja, der hat sich hier eingeschlossen und ist dann halt krepiert wahrscheinlich, ne? Hat er das Tor wahrscheinlich nicht mehr aufbekommen oder so. Fisch. Aber ich wollte ja eigentlich unsere Power-Rüstung holen gehen. Und dann ist der Part eh schon wieder mal zu Ende, weil ich herumtrödle wie eine Wahnsinnige. Warte mal. Wo war die denn jetzt? Da drüben, ne? Irgendwo da drüben. Oder? Oder? Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Überleg gerade. Bin ich hierher gelaufen? Der blaue Dingens. Da in der Nähe müsste doch sein. Bei irgend so einem Waggon. Ich glaube hier, oder? Ah, ich glaube. Ja, ja, da ist sie schon. Meine Güte. Wie blöd kann ich mich anstellen? Ich habe mich selbst gefragt. Ja, habe ich. So, bitte einsteigen. Horuk. Jawohl. Gut. Und, meine Herren, ich bin einmal weg dann, ne? So. Also. Porti, porti. Da. Jupp. Da packen wir uns ein gutes Stück hin und dann hauen wir mit der anderen Rüstung wieder ab. Hierher. Mhm. Vorher leere ich noch einmal die ganzen Sachen aus. Ich schmeiße es da mal. Kann ich eigentlich beim Power-Rüstungsständer, Standel da abstellen und gut. Also reinschmeißen und gut ist. Jo. Also. Grüß euch, Burschen. Ja? Und Mädels. Ja. Ah, da ist sogar eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. So, bitte aussteigen. Jawohl. Zack. Den Einfusionskern, wie gesagt, lasse ich beabsichtigt drin. Für den Fall, dass die Leute hier angegriffen werden, ich will ja kein Arsch sein, können es doch ruhig mal verwenden. Die backe ich auch weg und die kommt auch weg. Die behalte ich noch. Gut. Und einsteigen bitte. Oh, Ruck. Ja. Yeah. Und nochmal weg, ne? Nochmal zurück. Alter Schwede, wie blöd, ne? So, dahin zuerst. Ja, ein sehr guter Bekannter und Freund von mir hat mir erklärt, dass ich... Was? Wie geht denn das jetzt? Dass der Wolfi, der hier mal war, ne? Der Wolfgang, dass ich den eigentlich gar nicht töten hätte brauchen. Na, na, Gottes Willen, nein, 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 ja. Aha, geht denn das? Was? Schön. Was? Tschüss. Das war's? Also sprich, den hier hätte ich nicht töten brauchen. Da muss man zugreifen. Das wäre anders gegangen. Aber da ich zu wenig Charisma hatte, yep, hatte ich, ist mir das leider nicht geglückt. So, darf ich jetzt bitte, jetzt bin ich wieder voll, ne? Scheiße, ist wurscht. Scheiß drauf. Ein bisschen Platz hat Hancock auch. Wird schon werden, sonst gehen wir halt wieder zu Fuß durch die Gegend. Ui. So. Ich will jetzt mal in den Dungeon rein, zumindest im nächsten Part. Den hoffentlich auch schaffen. Mal schauen, wie groß das er ist. Und ja, auf jeden Fall mal wieder haufenweise Schrott sammeln, denn unsere Siedlung will von uns ausgebaut werden. Ja, und da braucht man ganz viel Graffel, wie ihr gesehen habt. Mhm, 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 jupp.
So, also, Horuk. Und ich würde sagen, wir bleiben mal so hier stehen und gehen im nächsten Part hier rein. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!